Ballers Talk Nummer 18. Einführung, ja, lass uns einführen. Willst du einführen? Oder soll. Ja, ich denke, die Leute wissen, um was es geht. Es waren drei heiße Tage in Wahnsinn, dieser genau. Woche. Also Wahnsinnstage. Fußball pur, so wie man es liebt. Ja, Bayern gegen Real, Dortmund gegen Paris und Leverkusen gegen AS Rom. Deine Augenringe sind wegen Ja, er war Leverkusen langwach. Er war wahrscheinlich. langwach. Aber herzlich willkommen Ja, erstmal. herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Wir werden heute ausschließlich diese drei Spiele durchgehen und vielleicht mal kurz darauf eingehen, was im Finale passieren wird. Leverkusen hat noch die Möglichkeit, alles zu gewinnen. Krass. Aber lass uns mal chronologisch anfangen. Die Was hat Bayern. Dortmund gemacht? Also stimmt, Dortmund hat Dienstag zuerst gespielt, ja Genau, vorbei. Dienstag hat Ja, zuerst. Dortmund sensationell 1-0 gewonnen. Ne? Ja, Was ich hast du würde erwartet oder sagen, was ist deine Erwartung? ja, ich hab mich schon, also so wie es gelaufen ist, habe ich mir schon auch so vorgestellt vor dem Spiel, so dass Paris viel Ballbesitz hat und auch einige Chancen haben wird. Dass die dann wirklich nicht reingehen und das Aluminium so krass auf deutscher Seite ist, in dem Fall bei Dortmund, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte schon gedacht, dass sie so vielleicht mal ein, zwei fangen. Aber ich habe auch schon dran geglaubt, dass Dortmund auf jeden Fall ein Tor schießen kann. Und das haben sie auch gemacht. Und wer das dann noch gemacht hat, mit Hummels, das war halt schon geil, weil der Typ spielt so ein geiles Jahr. Ist, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? 36. 36 Wahrscheinlich unser Baujahr so, ja. ist nicht bei der EM dabei und zeigt es jetzt halt wirklich mit Leistung. So, hey, hier, Digga, warum nimmst du mich nicht mit und schießt dann noch das Tor und eine übertrieben, für mich, Man of the Match ist er auch geworden, übertrieben krasse Leistung. Dann macht er noch das Tor. So, das ist geil, das gefällt mir. Es hat Spaß gemacht anzuschauen und ich glaube, für Paris war es schon eine harte Nummer. Ja, also man hat ja von Anfang an gesehen, Paris will so schnell wie möglich den Sack zumachen und will so schnell wie möglich zumindest mal einen Treffer, dass man da auf Augenhöhe wieder weitermachen kann. Aber Fußballgott, wenn es denn ein. Gibt es einen Fußballgott? Ich glaube schon, oder? Also Keine Ahnung, Leverkusen hat gestern wieder also, bestätigt. ja, aber die sind einfach so gut, aber da kommen wir gleich dazu. Aber Fußballgott? Wahrscheinlich gibt es Nein, einen, das oder wir ist, glauben an einen. Wir hoffen, dass es ja, einen gibt. wir denken, es gibt einen, aber im Endeffekt wird es keinen geben, der da oben mit Kickschuhe sitzt und eine Pfeife raucht. Nee, ich sag dir ganz einfach, so ist Fußball und ein Spiel geht 90 plus Ja. und ja, wenn du die Dinger ans Aluminium haust, dann ist der Ball nicht drin und das ist halt bitter, wenn es alles halt am Ende auch ein bisschen passiert. Die letzten 20 Minuten waren ja dann wild, ne? Ja. Aber Dortmund hat so krass gekämpft, so krass gegen den Ball gearbeitet. Und dass du gegen Paris, gegen eine Mannschaft, keine Ahnung, mit lauter Stars, dass du da Chancen passieren oder zulassen wirst, das ist, denke ich, ganz klar, gerade in so einem Spiel, Halbfinale, Rückspiel. Aber ja, also die Dortmund haben gekämpft bis zur letzten Sekunde und das ist ja auch Fußball. Das ist ja nicht nur dieses schöne Spiel, die schöne Spielerei und Hacke Spitze 1, 2, 3, sondern halt auch gegen den Ball arbeiten. Und das hat Dortmund, ja, da kriegen sie Note 1. Absolut, also ich möchte auch vielleicht nochmal ein bisschen auf den Dembélé eingehen, als ehemaliger Dortmund-Spieler. Also mich hat die zwei Spiele, hat mich das nicht so losgelassen. Gefühlt ist er sehr aggressiv an das Ganze rangegangen, an die zwei Spiele. Gefühlt hat er irgendwie in sich so, ich zeig's euch, ihr Penner, ihr Wichser. Ich weiß nicht genau, mit welcher Art und Weise er von Dortmund gegangen ist, aber er hatte irgend so ein. Ich will nicht Hass sagen, aber irgendwas gegen Dortmund, die zwei Spiele. Das hat man gemerkt an den Zweikämpfen. Auch ein paar unschöne Szenen hat es gegeben und auch bei den Freuden, wenn sie sich gefreut haben. Also bei Dembélé habe ich so eine eklige Ader gespürt. Mbappé war irgendwie so, okay, ich gehe jetzt und will davor noch wirklich das erledigen, was wir seit Jahren mit Paris versuchen. Und dann gibt es so Spieler wie Vitinha, die. Also ich wusste nicht, dass Vitinha so eine geile Schusstechnik hat. Aber dieser Typ hat mir leid getan an dem Tag. Aber Dortmund als Mannschaft muss man wirklich sagen, Respekt, jeder Einzelne. Diese einzelnen Grätschen vom Hummels. Weißt du, wenn keiner, die
der Pass vor dem vorletzten Pass, wenn der so ankommt an Mbappé und er ja, kann der mal. War immer seinen Fuß dazu. Der war immer da, der Hummels. In den wichtigsten Situationen war er da und es hat sich für Paris ab einem Zeitpunkt gar nicht so ein Spielfluss ergeben, sondern Dortmund war immer dazwischen irgendwie. Nee, und wenn es mal so war, dann war das Aluminium dazwischen. Genau. Oder halt Mats Hummels, ne? Also wirklich geisteskrank. Was der für Grätschen auspackt, aber auch in der Bundesliga, das ist ja nicht nur in diesen Spielen. Das ist wirklich Wahnsinn, aber das macht er halt auch. Klar, viel Risiko dabei, aber der ist so erfahren und so gut, der weiß, wann er die Grätsche setzt. Ja. Und macht es ein anderer, der haut wahrscheinlich dann einen um und dann gibt es einen Elfmeter, aber der weiß ganz genau, was er macht. Und ja, also wirklich Wahnsinn. Es gibt kein Wort für diese Leistung, was der da abzieht, Mann. Aber insgesamt, klar, der Vitinha hat krasse Schüsse rausgelassen. Ja. Mbappé hatte nicht seine besten Tage in diesen zwei Spielen. Dembélé, gerade am Anfang, sehr viele Fehlpässe. Auch wenn er sich mal durchgesetzt hat, der Ball ist nie angekommen. Da hat man sich schon gefragt, so hey, da muss schon mehr kommen. Und wie du sagst, da war bestimmt halt auch ein bisschen Hass, weiß ich jetzt nicht, aber schon eigentlich schon dieser Wille, ich will Dortmund wehtun, ne? Ja, so, ja, genau. Vielleicht mal im Zweikampf oder halt mit einer Vorlage oder einem Tor oder natürlich mit einem Sieg. Aber der kam gar nicht ins Spiel, meiner Meinung nach. Und ansonsten, ja, muss man schon sagen, insgesamt in diesem Spiel war Paris natürlich die bessere Mannschaft. Aber das denke ich, hat man auch davor schon gewusst, bevor das Spiel angepfiffen wurde. Aber wie es Dortmund dann gemacht hat, war richtig gut. Und von daher, wenn du mannschaftlich so eine Leistung bringst, und das gehört auch zum Fußball, nicht nur dieses Tiki-Taka, dann hast du es halt auch verdient, weil du hast einfach 2-0 gespielt gegen Paris. Wir reden von Paris. Absolut. Weiß nicht, 1 Milliarde ausgegeben in den letzten Jahren so. Ja, kommt hin und dann sitzt da der andere da oben und denkt sich halt auch, boah, das hätte mir lieber eine Yacht geholt. Da hätte ich mehr davon. Ja, er hat es wieder nicht geschafft. Mir persönlich wird aber Paris sympathischer. Weißt du wieso? Wer im Papier geht? Weil Neymar schon weg ist. Okay. Weil so Spieler, ich glaube, der Paredes war mal auch bei Paris kurzzeitig. Das waren so Spieler, die mir diesen Verein so ein bisschen eklig gemacht haben, mit ihrer Art und Weise. Neymar, weil er eigentlich nur lag, weil man ihn nicht berühren durfte. Klar, mit Messi zusammen, man hat da so viel versucht. Es war nicht echt. So. Genau, aber jetzt, die ganzen jungen Spieler machen es mir wirklich sympathisch. Und wenn ich so einen Vitinha oder den anderen Dunkelhäutigen sehe, der mit diesen Rasterhaaren, also Barcola oder sowas, wie der hieß, ich weiß nicht, aber wirklich guter, also eine gute Mannschaft geworden und der Trainer, der sorgt, glaube ich, auch dafür, dass da wirklich wieder man sich auf Fußball konzentriert und diese Stars nicht mehr so. Es war halt auf Teufel komm raus, so weißt du, in den letzten Jahren. Wir müssen die Champions League, es muss und es wird reingebuttert. Ich glaube, das ist nicht der. Es hätte funktionieren können, ich meine, die waren ja immer knapp dabei, aber es hat nicht funktioniert und jetzt muss man sich halt dann schon mal die Frage stellen, ob man nicht den anderen Weg geht. Es gibt ja auch viele gute Spieler, die trotzdem auch einen Haufen Geld kosten, aber halt nicht diese Neymars oder was weiß ich, vielleicht brauchen sie die halt auch nicht. Vielleicht ein bisschen was abschneiden von Dortmund, von dem Mannschaftlichen und natürlich dann Top-Spieler, schon auch, klar, aber ob man jetzt einen Messi braucht, einen Ronaldo und einen Neymar, glaube ich nicht, dass das zusammenpasst. Aber so ein Mischmasch, das müssen sie jetzt finden. Aber ja, gut, man darf halt auch nicht vergessen, einfach mal mit viel Geld und reinhauen und dann sagen so, ja, wir müssen jetzt die Champions League gewinnen. Du weißt, wie schwer das ist, du siehst ja, wie knapp das alles beieinander ist. Das ist ja nicht ein Spiel, das ist eine Vorrunde und dann kommen noch die ganzen K.O.-Spiele. Ja. Also es ist nicht so einfach, egal welche Mannschaft du da hast und egal wie gut du mannschaftlich bist. Du siehst ja, was da alles passieren kann, wenn ein Aluminium dazwischen ist, dann ist es so. Ich meine, Dortmund ist ja das perfekte Beispiel eigentlich. Weil nach dem zweiten Spieltag in der Champions League diese Saison hat man schon gesagt, boah, schafft es Dortmund in die nächste Gruppenphase. Jetzt spielen sie in Wembley gegen Real Madrid. Apropos Wembley, wie siehst du die Chancen für Dortmund? Jetzt im Nachhinein, Real Madrid ist der Gegner? Ja, also wenn die nochmal, ja klar, wenn das Glück halt auch ein bisschen auf Dortmunder Seite ist, das was du halt auch im Spiel brauchst, brauchen aber beide Mannschaften, vielleicht Dortmund ein bisschen mehr, gerade wenn Vinicius Junior kommt. Wahnsinn, oder? Aber die Chance ist da, es ist ein Spiel, du musst alles reinwerfen, dann natürlich werden auch ein paar Dortmunder Fans wieder da sein, die werden richtig Stimmung machen und das alles mitnehmen und ja, einfach
du hast ja im Endeffekt, klar, eigentlich schon viel zu verlieren, aber gegen Real Madrid eigentlich auch nicht so, weißt? Weil dieses der haushohe Favorit, es ist einfach so. Aber wie gesagt, die haben es ins Finale geschafft, gegen Paris, Atletico durchgesetzt, gegen Atletico, eine Mannschaft, die defensiv brutal steht, haben trotzdem gewonnen, weißt du, sind weitergekommen. Und ich glaube, es wird brutal schwer, aber es ist machbar. Sehe ich auch. Dortmund gewinnt. Sehe ich auch. Und ich als Nein, leidenschaftlicher. sorry, ich sag, Real gewinnt, weil ich will, dass Dortmund gewinnt. Und immer, was ich gesagt habe, ist nicht Okay. passiert, deswegen. Also ich persönlich als leidenschaftlicher FC Bayern München-Fan, nachdem jetzt einfach Bayern München ausgeschieden ist, möchte, dass Dortmund gewinnt, obwohl ich auch Real Madrid so Sympathie. absolut sympathisiere für Real Madrid. Aber jetzt soll der Pott bitte nach Deutschland und ich gönne es wirklich, vor allem dem Edin Terzic. Also was der an Schläge die letzten Monate und Jahre als Trainer bei Dortmund abbekommen hat, jetzt soll der mal wirklich auch mal auf Wolke 7 kommen, der Edin Terzic und der Mannschaft sowieso. Ja, nehmen wir mal das Finale her, um auf das zweite Spiel zu kommen. Bayern oder besser gesagt Real Madrid gegen FC Bayern München. Nach dem 2-2 in München, ich persönlich bin ans Spiel so gegangen, ich habe gesagt, sehr gute 20 Minuten von Real Madrid würden eigentlich spielerisch, wenn man nur den Fußball betrachtet, ausreichen, um gegen Bayern ein gutes 2-0, 2-1 rauszuholen. Im Endeffekt haben glückliche 2 Minuten ausgereicht, um Bayern zu ärgern. Ohne jetzt mal auf die einzelnen Tore Der einzugehen. Hinspiel war ja 2-2, Genau, wie genau. empfandest du das Spiel in Madrid der Bayern? Oder allgemein das ganze Spiel? Insgesamt, Real war besser. Bayern wollte denselben Fußball spielen, so ein bisschen wie auch gegen Arsenal, so auf Konter, ne? Oder halt, wie sie auch jetzt gern spielen gegen gute Mannschaften. Ich fand, es hat nicht funktioniert, weil einfach der letzte Pass nicht ankam. Harry Kane in den ersten Minuten. Normalerweise spielt er die Pässe blind. Auf Sané zweimal war das, Ja, glaube ich. ja. Ball ist nicht angekommen und auch die vorderen vier, wie der Tuchel es genannt hat, die er dann am Ende halt auch, hat man dann auch gehört, alle raus mussten wegen Verletzung. Die sind schon verletzt ins Spiel gegangen. Da kommen wir auch vielleicht nochmal dazu, weil das ist dann schon schwierig in Madrid dann auf Top-Niveau dann da Top-Leistung zu bringen. Aber insgesamt, der letzte Pass kam nicht an, gerade in eine Kontersituation, wo ich schon gesehen, also hätte ich schon gehofft, dass Bayern da mehr draus macht, haben sie nicht. Und das haben sie aber gegen Arsenal besser gemacht oder im Spiel davor. Aber das war an dem Tag nicht gut, meiner Meinung nach. Trotzdem kommen sie ja dann 1-0 in Führung mit diesem Traumtor von Davis. Und dann wurde es bitter. Dann hat es wehgetan, auch für mich als Zuschauer. Mir hat dann auch natürlich Manuel Neuer leid getan, der hält da erstmal so. Ja, gibt es nur Weltklasse für diesen Typen. Und ich hoffe, dass wir den noch so lange im Tor sehen. Also, weil der ist geisteskrank. Also, Ja. sorry, aber was der hält, ist Wahnsinn. Und was für eine Ausstrahlung, wie der da hinten Fußball spielt noch. Vielleicht hätten sie dem lieber einen Sturm gestellt in dem Spiel. Aber da macht er diesen Fehler in dieser Minute, in dieser Phase. Und das war dann, denke ich, auch wirklich dann so richtig die Wende. So. Obwohl halt Real schon trotzdem am Drücker immer wieder Ja. war. Aber das hat dann alles ausgemacht, dass dann Real noch gewonnen hat. Und dann kommt halt irgendwo dieser Fußballgott wieder ins Spiel, gell? Also, keine Ahnung, gefühlt, die Bayern genau finden das 1-0 durch ein Traumtor von Alphonso Davies, der, ich meine, man muss Weil sich Real schon ja, unterschrieben hat, oder? ja, man sagt, dass er dort Richtung Madrid geht, aber der für Gnabry reinkommt, für einen Linksoffensiven, kommt ein Linksdefensiver rein, macht es für mich sehr gut. Ich meine, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass dann der Kane auch die Info von Tuchel bekommen hat, versucht den Davies halt immer in die Schnelligkeit, seine Love, ja. Schnelligkeit auszunutzen. Hat dann immer wieder mal funktioniert. Also diese Nadelstiche hat der Davies gebracht. Und dann macht er so ein geisteskrankes Tor. Die Bayern schaffen es irgendwie, sich bis in die letzten paar Minuten zu schmeißen.
alle vier Offensiven, wie du sagst, verletzt raus. Bei Kane habe ich gehört, dass sein Rücken zugemacht hat. Wir sind ja schon so ein Spiel gegangen. Ja. Genau. Pavlovic war ja komplett getaped, Musiala war komplett getaped. Und dann kommt ja so ein, eigentlich so ein normaler Schuss von Vinicius, setzt kurz vor Neuer auf, geht an die... An die Brust. An die krass trainierte Brust wahrscheinlich, weil wieso prallt der so krass ab? Weil wenn er ein bisschen drunter kommt, der Ball, dann fest danach und dann hat er ihn, ja, oder? So wollte er es ja auch, aber der hat den Ball ein bisschen unterschätzt. Ne? Ich persönlich glaube aber, weil der Neuer ist ja ein Torwart, dass wenn er den Ball fängt, ist er sofort einer, der raussprintet und immer wirklich seine Leute sucht. War schon zu weit. Ich glaube, er hat schon den Ball gefangen gefühlt und wollte schon Davis suchen oder wollte einen anderen suchen. Kann natürlich sein. Ja, er hat es ja auch im Interview dann auch deutlich gesagt, dass er den Ball ein bisschen unterschätzt hat, dass er nicht so aufgesprungen ist, wie er ihn eingeschätzt hat. Ja. Und dann kann es halt schon irgendwann passieren, aber warum gerade da? Ja. Das tut einem dann schon leid, wenn ein Spiel dann wirklich dann durch so eine Aktion eigentlich dann, ja, nicht entschieden, aber es war dann schon in Madrid, die Zuschauer geisteskrank, ja, dann, ne? Die sind dann auch nochmal richtig aufgewacht und dann wird es auch schwer und die Nachspielzeit war ja auch lange, aber ich glaube, wir kommen jetzt auch dann gleich zum, ja gut, wir müssen das 2-1 noch, gut, das 2-1 hat man dann auch noch irgendwie gehofft, dass es abseits noch gepfiffen wird, war aber nicht und dann kommen wir zu der Situation, die ganze Welt gesehen hat und irgendwie halt auch, ja, die Meinungen gingen so eigentlich trotzdem auseinander. Obwohl es glasklar war. Glasklar war es eigentlich, aber die Meinung ging auseinander. Warum? Weil es geheißen hat, Madrid-Fans, dass halt die Spieler aufgehört haben nach dem Pfiff. Schwierig. Ich sage trotzdem, diesen Schritt, was er dann gemacht hat, wo dann der, wer hat es gemacht nochmal? Delikt hat es gemacht. Den hätte er auch gemacht, wäre er nicht abgepfiffen. Also ich glaube, das Tor wäre auch so. Also wäre auch so zustande gekommen. Wenn ich möchte nicht da auch persönlich die Spieler komplett in Schutz nehmen. Für mich hat, wie alles jetzt im Nachhinein auch gesagt, in erster Linie die größte Schuld ist beim Linienrichter. Ja. Weil wir sehen ja jedes Wochenende, sehen wir in den Ligen, dass egal welche Situation, der Linienrichter erstmal 40 Meter mitläuft und nach 10 Minuten gefühlt die Fahne annimmt. Aber in dem Moment hebt er sofort die Fahne und dann geht der Fehler eben weiter mit dem mittleren Schiri, der dann auch sofort abpfeift. Obwohl er eigentlich die Regel sagt, hey, lass laufen und danach schaut man sich das an. Es ist halt, ja, mei, die Leute werden es jetzt oft genug gehört haben. Genau, es ist unfassbar, dass das in diesem Halbfinale passiert und dann auch kurz vor Schluss. Ja, Ancelotti hat noch im Interview gesagt, ja, dann können wir genauso über Nachos Aktionen sprechen. Da hat Kimmich auch davor, also ja, das ist ja so ein Quatsch, was der da redet. Ja. Das war ja ganz klar. Ja. Aber das, was am Ende passiert ist für die Bayern dann, ist halt natürlich schon nicht nur ein bisschen bitter, sondern es ist unfassbar. Absolut. Und dass da auch, weiß ich nicht, so, also auf so einem Niveau so einfach so ein Spiel so dann beendet werden kann. Ich meine, der Tuchel hat mir so leid getan. Also ich bin ja wirklich kein Befürworter von Thomas Tuchel und die ganze Saison. Diese Situation. Aber ich habe das so nachvollziehen können danach, wo er dann mit ich glaube, Michael Ballack und Laura Wotan. Naja, da hast du schon gemerkt. Also hast du die Augen schon gemerkt, die Augen werden nass. Und in der PK hat er es ja dann auch gesagt, auf so einem Niveau erwarten wir, wird von uns erwartet, wird von meinen Spielern erwartet, absolut bestes Niveau. Entschuldigung nehme ich an, aber es darf nicht passieren. Ja, Punkt. Und wenn du Tuchel ansprichst, man hat ihm ja in die Augen geschaut und hat gesehen, der hat richtig gelitten. Ja. Aber man muss halt auch, viele können, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe ja auch schon ein bisschen Fußball gespielt, der war auch schon in Champions League, da war es nur bis zum Achtelfinale, aber glaub mir, oder wenn es Bundesliga ist, da ist so ein, und du bist noch Trainer, der Verantwortliche, die ganze Welt redet über dich, schaut auf dich, da sind, weiß nicht, wie viele Zuschauer waren es, 80.000? Mindestens. 80.000 ja. In einem Stadion, das ist, keine Ahnung, das ist wie bei PlayStation, so, das ist unfassbar, das sieht ja schon unecht aus, das Stadion, so geil ist das. Da sind Spieler auf dem Platz, die sich zerreißen, das ist Bayern München gegen Real Madrid, besser geht es ja fast schon gar nicht mehr. Und dann passieren solche Szenen
in einem Champions League Halbfinale, du kannst ins Finale kommen, das ist eigentlich mit das Größte, was es gibt im Fußball, Champions League. Und das alles zusammen mit den Medien, mit allen drum und dran, kleine Dinge wie, keine Ahnung, die Freude von den Kindern, wenn sie es dann schaffen, das musst du mal alles zusammennehmen, an das denkt ja keiner. Da sieht man nur oft so, auch wenn ich jetzt auch nicht der Befürworter für Tuchel und den besonders mag oder so, aber das alles musst du mal in diesen Menschen, musst du sehen eigentlich auch in diesen Menschen oder in diesen Spielern, was da vorgeht. Und dann ist es ja natürlich ganz klar, dann kann man sich auch ungefähr, kann man sich wahrscheinlich nicht, aber so, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das ihm da ging. Du bist leer, du bist so, warum macht Manu diesen Fehler, warum in diesem Spiel, ohne jetzt auf den Manu Neuer zu schieben. Und das alles zusammen, so Kleinigkeiten mit diesen großen Sachen, was ich jetzt gesagt habe, Alter, das ist nur ein Mensch, man ist kein Computer. Und jetzt kann man wieder sagen, ja, der kriegt zu viel Geld. Das Geld juckt kein Mensch in dem Moment. Und irgendwann juckt es ja eh nicht mehr. Ja. Es ist unfassbar, glaubst du mir, das ist echt hart. Er sagt ja auch, Manu Neuer macht diesen Fehler 10 Jahre lang im Training nicht. Nee. Und dann passiert es halt, aber es ist, wie es ist. Die Bayern sind raus, man muss es im Endeffekt trotzdem irgendwie akzeptieren, versuchen sportlich zu nehmen. Der Linienrichter, der kriegt so schnell wahrscheinlich keine höheren Spieler mehr von der UEFA zugeteilt. Schwer. Der Schiedsrichter hat für mich bis dahin einen so guten Job gemacht. Richtig gutes Spiel. Aber jetzt in der letzten Sekunde, dass man das abpfeifen muss, ich weiß nicht. Aber ja, Real Madrid steht im Finale gegen Dortmund. Wie immer. Ich sag, mein Kopf sagt, wenn man vom Kopf her geht, dass Real relativ einfach den Pott gewinnen wird. Denkt man. Genau, mein Herz sagt, okay, der Pott soll nach Deutschland und ich gönne es den Dortmundern sowas vom Herzen. Ich weiß nicht, hast du Interview von Emre Can danach gesehen? Also man hat ihn gefragt, ja, was er jetzt über all die Leute sagt, die eben in der Gruppenphase gesagt haben, boah, wird schwer für Dortmund. Ja. Wo er dann gesagt hat, okay, die können mal die Schnauze halten. Finde ich auch geil, dass man, finde ich, der Kapitän mal vor die Mannschaft, also jetzt mal Schnauze halten, sind im Finale. Da ging es aber auch ein bisschen so, auch über ihn, so, wenn man den so ein bisschen in Deutschland eher, ja, nicht so anerkannt, also als nicht Kapitän so anerkannt. Ja, ja. Du meinst Emre Can. Im Ausland ist er ganz anders, wahrgenommen, da hat er schon einen höheren Stellenwert. In Deutschland nicht so, da gebe ich ihm schon ein bisschen recht, weil ich finde ihn auch ein Top-Spieler. Ja. Ich meine, der spielt bei Dortmund jetzt im Finale. Mein Gott, wenn der, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man uns gefragt hätte, schafft Dortmunds Finale? Nein. Dann hättest du auch Nein gesagt. Ja. Und die Spieler wahrscheinlich irgendwo, oh ja, mein, glaub dran, hätten wir denen gesagt, ihr spielt gegen Atletico, ihr spielt gegen Dinger, weißt du, was ich meine, so? Ja. Paris, da, ich glaube auch nicht, dass da jeder gesagt hätte. Klar glaubt man dran und so, aber da müssen sie auch verstehen, dass man da nach der Saison dann auch irgendwo sagt, ich glaube jetzt nicht, dass es ins Finale geht. Jetzt haben sie es geschafft, haben sie es allen gezeigt, ob man da jetzt draufhauen muss auf die, wo es jetzt gesagt haben, die schafft es nicht, glaube ich nicht. Aber was heißt mit Emre Can, dass er da was gesagt hat dazu, dass man halt hier in Deutschland eher alles so ein bisschen kritischer sieht, gebe ich ihm vollkommen recht. Hier ist schon alles ein bisschen anders. Im Ausland, wenn du spielst, bist du schon viel anerkannter so. Und vielleicht sollte man auch mal da hinkommen. Hier wird immer alles, ja, wird alles rumgedreht, bis man Fehler findet halt auch, ne? Und vielleicht sollte man da auch mal ein bisschen davon wegkommen. Ansonsten Glückwunsch Dortmund. Und ich hoffe, gerade auch für einen Kollegen von mir, Marius Wolf, dass sie sich den Titel holen. Und ja. Jetzt denke ich, kommen wir dann schon zum Nächsten. Aber wenn du auf Papier siehst, denkst du wahrscheinlich auch Real. Ja, nee, klar. Also brauchen wir nicht drum herum reden. Wenn Bayern ins Finale kommen, hätten wir auch gesagt, vom Papier her Bayern so. Ja, ne? Ja. Aber es ist ein Finale, wie gesagt, wir haben schon vieles gesehen jetzt und es ist alles machbar. Und jetzt kommen wir aber zu den wirklichen Stars der Stunde. Ja, also wir drücken beide Dortmund den Daumen, gibt Gas und holt den Pott nach Deutschland, nach Dortmund. Und ja, Leverkusen. Das 13. Spiel in der Nachspielzeit wieder gedreht. Also, ja, ich meine, wir reden gefühlt jede Woche immer wieder dasselbe, aber jede Woche passiert wieder dasselbe mit Leverkusen. Selbst wenn sie mal irgendwie in Rückstand geraten, wenn sie das Spiel nicht drehen, unentschieden ist immer drin. Aber die spielen die Mannschaften tot bis zur letzten Sekunde. Die haben 5 Gegner um sich rum. Der Xhaka hat stoppt den Ball und spielt, als ob wir gerade am roten Platz hier in Memmingen spielen, auf Soccer 5. Da ist eine Ruhe, da ist alles abgestimmt. Es ist
unfassbarer Fußball, was die spielen. Die haben gestern AS Rom. Ja. Eigentlich. Also ich hab Stanisic seine Aussage nach dem Spiel. Sagt er glaubt nicht, dass der Trainer ihn mit der Intention reingenommen hat, das zweite Tor zu machen. Aber er wusste für sich, dass er frisch ist, dass Rom nicht mehr so frisch ist wie er. Und wenn er diese Möglichkeit hat, macht er die Meter und hofft darauf. Und es hat wieder geklappt. Alter, ich schwöre dir, ich habe gestern das Spiel angeschaut, alleine oben auf meinem neuen Sofa. Dann schießt ja Rom durch einen Elfmeter. Der war wirklich dumm von Tag. Also das hätte, der Ball ist ja 3 Meter drüber, da wäre auch nicht, also das ist ja kein Ronaldo, der da 100 Meter hochspringt. Dann schießen dieses 1-0, dann hat man auch schon gesehen, wieder die Gestiken von Rom. Paredes, das ist genau dieser Spieler, der bei Paris Argentinier, war. Halt diese Emotionen und dann habe ich mir auch schon wieder gedacht so, Alter, das kann doch nicht sein. Gibt es jetzt einen Fußballgott oder nicht? Gestern habe ich echt mal dann so an das gedacht, weil du gehst ja noch mal dann in Rückstand, wieder durch einen Elfmeter. Wieder kuriose Szene. Und du hättest davor schon mindestens, wir reden von mindestens 6-7 Tore machen können. Ja. 3-4 Safe. Oder Bro, also hast du gesehen, was die mit. Ja, wir reden von AS Rom noch, ne? Also AS Rom, da sitzt man Dybala auf der Bank und da spielt Lukaku vorne drin. Die haben die wirklich für mich hergespielt. Mit einer Mannschaft, da wo die zwei, drei. Da haben die zwei Besten, was heißt die zwei Besten, aber Wirtz und Andrich. Die haben ja einfach, die waren auf der Bank. Die waren ja, der Andrich ist gar nicht reinkommen, der Wirtz ist reinkommen und ist gehumpelt, weil er eigentlich, der hat einen Pferdekuss oder sowas bekommen. Ja. Der konnte gar nicht richtig laufen. Aber die spielen die schwindelig und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, wenn das jetzt so ausgeht, dass, wenn das über eine Verlängerung geht, dann schalte ich ab. Ja. Das kann nicht sein. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Dominanz gesehen. Klar, wenn jetzt Bayern gegen wen spielt oder Leverkusen gegen eine zweite Ligamannschaft im DFB-Pokal, da ist es schon so ein bisschen deutlich. So. Aber gegen AS Rom, so Mannschaften, wo jetzt nicht auf Augenhöhe, Leverkusen ist schon noch ein Tick besser, meiner Meinung nach, diese Saison, aber AS Rom ist ja eigentlich nicht weit weg. Nee. Alter, die stehen ja defensiv noch auch mal gut, italienische Mannschaften Die würden kaputt gemacht. Es war nur der letzte Pass ging ja auch, der letzte Schuss, so dieses Quäntchen Glück, der Torwart war überragend, der Pfosten, dann... Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, so eine Dominanz von einer Mannschaft, die es eigentlich nicht so weit entfernt sein sollten. Aber was da gestern passiert ist, also ich fand es krass und wie die gespielt haben, das hat also Wahnsinn. Ich glaube, dass alle Fans, die gestern in der Bayer Arena waren, irgendwie wirklich noch wussten, wir machen noch einen. Dann macht da kommst Stanisic, du jetzt dazu. Nee, wirklich, dann macht der Stanisic eiskalt dieses 2-2 und... Das war nicht mal mehr so was Besonderes, weißt du? Okay, ja, das. Aber das 2-1. Was war das? Und das ist eben auch der Fußballgott vielleicht auch. Der sagt so. Wenn er reingeht, dann nur so, oder? So, liebe Roma-Spieler, so jetzt macht mal der Torwart, der so gut ist, einen Fehler. Und dann steht der Abwehrspieler da, der nichts mehr machen kann. Der hat einen Ball in die Fresse bekommen, Alter. Aber dass dann so passiert ist, toll, da habe ich auch alles Lachen anfangen, ey, ohne Witz. Ne? Also ich wünsche jetzt, dass Leverkusen wirklich das Triple holt. Ja, aber jetzt ganz kurz nur zum 2-2. Ich bin aufgesprungen, habe die Arme. Es war für mich wieder Wahnsinn. War wieder ein krasser Fußballtag. Ich liebe einfach diese Endspiele sozusagen. Weißt du, so diese Spiele am Schluss der Saison. Das waren 3 Spiele hintereinander auf krassestem Niveau. Auch also die spannend. Es geht gar nicht mehr spannend. Manchmal will man gar nicht mehr hinschauen, so spannend. Und dann schießen die Leverkusener wieder, der deutsche Meister, wieder am Ende das Tor zum 2-2. 2-1 hätte auch gelangt, aber dieses 2-2. Und dann siehst du, wie die Fans und die Spieler da reinrennen. Und ey, da kommen einem fast die Tränen, weil das ist einfach so geil. Was macht Leverkusen dieses Jahr? Ja. Egal, ob sie jetzt gar nichts mehr gewinnen, ne? Die können einfach nur das Triple holen. Was die bis jetzt geleistet haben, die haben uns so schöne Momente besorgt. Das kennen wir eigentlich nur vom FC Bayern München. Ja. Vielleicht mal von Dortmund, weil ich im Fußball, im internationalen Fußball. Und jetzt sind die im Finale gegen Bergamo, Atalanta Bergamo, die 3-0 gewonnen haben. Auch ordentliche Mannschaft. Ganz, aber ganz, ganz schwieriges Los. Aber. Ganz schwierig, aber Alter, Bayer Leverkusen. Ja, haut die weg, die hauen sie weg.
Wenn die ihre Chancen reinmachen, dieses Spiel, was die gerade spielen, das klappt. Das klappt. Siehst du ja, das klappt auch im Halbfinale. Und es wird auch im Finale klappen. Und dann holen die auch den DFB-Pokal. Obwohl man vielleicht in dem Spiel auch sich vielleicht auch gönnt für Kaiserslautern, ne? Aber eigentlich will man dann schon, wenn du so eine Saison spielst, wenn du so einen geilen Fußball spielst, wir reden nicht von Glück oder was, ja. Das ist kein Glück mehr, die zerpflücken die Mannschaft. Ja. Viele fragen sich, ja, Glück und am Ende immer gekauft. Alter, die zerpflücken die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Sekunde. Irgendwann können die Mannschaft nicht mehr laufen. Ja, absolut. Und dann gönnt man natürlich das Triple, ganz klar. Und umso spannender wird es nächstes Jahr, was dann passiert. Ich hoffe es auch, dass Leverkusen wirklich jetzt beide Spiele gewinnt, die sie jetzt noch haben. Und wir dann auf eine richtig schöne EM schauen können. Unbesiegbar. Also 48 oder 49 Spiele, glaube ich, sind es jetzt. Wir brauchen was für einen Shot. Unbesiegbar, Mann! Jetzt bist du dann mal hier. Sag mal was dazu. Nee, so emotional kann ich nicht, weil im Endeffekt ist trotzdem nur Leverkusen für mich. Kein Showmatch. Aber Fußball Deutschland. Aber weißt du, was ich nochmal explizit ansprechen möchte? Die Bundesliga wird ja immer so als, keine Ahnung, dritte, vierte Liga hier Weltfußball gezeigt. Aber schau mal, was die Bundesliga jetzt dem europäischen Fußball geboten hat. Genau, diese von einem Jahr ändert sich das, ne? Genau, und wie geisteskrank jetzt einfach die Situation ist. Ich meine, du hast jetzt keine englische Mannschaft mehr, deutsche Mannschaften sind überall mit dabei. Wann ist Leipzig rausgeflogen? Wann war das? Im Viertel? Oh, weiß ich gar nicht. Die sind ja auch in die K.O.-Phase gekommen. Deutschland hatte jetzt dadurch auch den fünften Champions League-Platz. Gegen Real, stimmt, gegen Real haben die doch. Also, du musst mir denken, es kommen einfach fünf Mannschaften aus Deutschland direkt in die Champions League. Und genau, das ist Wahnsinn. Und du hast Leverkusen, du hast Bayern gehabt jetzt bis zum Halbfinale und du hast Dortmund noch in zwei Endspielen, also Finale. Und da hoffe ich mir, dass das Ganze, dass es einen Sinn macht mit der EM dann. Dass es irgendwie ein Schlag macht und die Jungs nehmen das und die haben es schon gezeigt, die nehmen das mit und wir haben eine geile EM und dann sitzen wir in unserem neuen Podcast-Raum. Muss Nagelsmann Hummels mitnehmen? Ja, nein. Ja, nur ja, nein. Ja, habe ich aber schon gesagt mal, aber es ist so, wie es ist. Ne? Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch ändert. Ne? Ja, die Kader sind noch nicht ausgesprochen. Ja, die Kader sind ja von 23 Leuten. Ja, aber er hat da irgendwie was rausgehauen, dass er den, glaube ich, nicht mitnimmt. Ah, okay, das meiner Meinung nach, ganz klar, Alter. Was spielt er? Der ist momentan, stell dir neben Rüdiger, das ist das Beste, was es gibt. Der eine ist der beste Zweikämpfer, verrückt, zieht eine Mannschaft mit. Und der andere ist mit der beste Aufbauspieler mit seinem Außenriss und ist noch zweikampfstark. So, du kannst es ja bestätigen, jetzt als Trainer. Zum Beispiel, du hattest jetzt auch in der A-Klasse, hattest du letzte Woche eine Niederlage und hast auf eine Reaktion deiner Spieler diese Woche gehofft. Und dann habt ihr 8-0 gewonnen, habt ihr den Gegner weggeschossen. Ihr hättet sogar 15-20-0 gewinnen müssen, ist egal. Jetzt hat aber der Hummels nach der Nicht-Nominierung die Reaktion, die ja eigentlich die Trainer hofft, hat er gezeigt. Ja. Und was passiert jetzt? Das würde mich auch interessieren. Ja, klar, aber es kommt halt auch noch was dazu, zu einer EM, zu einer Nationalmannschaft. Das Leben, auch, dann im Hotel, weißt du, die Vorbereitung, du bist ja dann an 2-3 Wochen, was weiß ich wie lang, zusammen. Passt es vom Typ her? Was macht er, wenn er nicht spielt? Habe ich jetzt schon meine Einheit gefunden, die überzeugt haben in den letzten zwei Spielen? Das kommt natürlich auch dazu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mats Hummels da nicht reinpasst. Im Gegenteil, Mats Hummels muss für mich dabei sein. Dieser Typ spielt unfassbar. Das ist für mich momentan mit Zweikampf und fußballerisch, das ist das Beste, was es gibt gerade. Meiner Meinung nach. Ja. Keine Ahnung, aber der und Rüdiger zusammen ist geil. Wir bleiben gespannt. Also wirklich nochmal danke an alle drei Mannschaften, die uns so eine geile Woche beschert haben. Finale könnten Sie ruhig mal tippen. Schreibt in die Kommentare. Ich bin so ein 2-0 Realtyp vom Kopf her. Im Herzen sage ich 1-0 Dortmund und das soll genauso laufen wie wie in Paris. Aber lasst es uns wissen. Und Leverkusen, Bergamo, ich sage 3-1 für Leverkusen. Ich sage 2-1 Leverkusen. Und Real sage ich 2-1 Dortmund. Also, und jetzt seid ihr dran. Unsere Tipps habt ihr. Ich meine, Timo und ich sind nicht so gut in. Nee. Achso, stimmt. Real gewinnt 3-0. Aber lasst uns wissen, was eure Meinung ist.
Und für alle die, die noch nicht abonniert haben, gerne abonnieren oder bitte abonnieren und kommentieren. Und es gibt uns auf Spotify. Ja, ist dein Part. Also, Spotify. Haut rein, wenn ihr unsere Fresse nicht sehen wollt. Wenn ihr unsere Fresse nicht sehen wollt, schaltet Spotify ein. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao. Schade, Bayern München.